Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, Lotjon sagen wir hier in Köln. Lassen wir anfangen. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Freitagnacht, das kennt ihr. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ran ans Telefon oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht hat den schönen Namen Laila. Hallo. Und sie ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Laila. Um was geht's bei dir? Ich bin sehr nervös, sag ich mal zuerst. Mhm. Es geht um meinen Lebensgefährten. Ja. Ich bin von zu Hause abgehauen. Mhm. Ich bin eine Türkin. Ja. Und damals... Also du bist von ihm abgehauen? Von zu Hause, von meinen Eltern. Von den Eltern abgehauen. Ja, genau. Mhm. Und damals wusste ich nicht, der hat mich voll angelogen. Der war in der Türkei verheiratet, hat 3 Kinder. Ja. Und ist hier standesamtlich mit einer Deutschen zusammen. Also verheiratet, sag ich mal. Also in der Türkei 3 Kinder, hier verheiratet? Ja, hier verheiratet, und das habe ich danach nach 2 Wochen zu hören bekommen von ihm. Und du bist wegen ihm von zu Hause abgehauen? Ja. Ja. Mhm. Ja. Wann war das? Ich sag mal, das war Leichtsinn. Ja, wann war das? Das war im September letztes Jahr. Ach so, im September letztes Jahr schon? Ja. Und nach 2 Wochen hast du schon rausgekriegt, dass da einiges faul ist? Ja, genau. Und wie ist die Situation jetzt im Moment? Die Situation jetzt im Moment, also er behandelt mich... ich sag mal, wie der letzte Dreck auf gut Deutsch. Das heißt, du bist immer noch bei ihm? Ja, ich bin noch bei ihm. Warum bist du noch bei ihm? Ja, ich kann es mir selber nicht erklären, weil momentan bin ich finanziell von ihm abhängig. Bist du denn selbst auch berufstätig oder hast du gar keinen Job? Nein, gar nicht. Keinen Job. Du lebst bei ihm in der Wohnung? Ja, genau. Ja? Mhm. Und der Kontakt zu deiner Familie ist völlig kaputt seitdem? Nein, ich habe Kontakt mit meinen Eltern. Ja? Die wissen schon alles. Und was sagen die? Die würden schon mich trennen von ihm. Ja. Aber ich war schwanger, sag ich mal so. Ja. Und dann habe ich während der Schwangerschaft halt Schläge von ihm bekommen. Und er hat mich immer fertig gemacht mit Wörtern, weil er das Kind nicht wollte. Mhm. Also ob ich das Kind selber gemacht hätte. Ja. Und dann im 7. Monat, also bevor, er hat mich geschlagen und eine Woche später ist mein Kind gestorben. Ja. Und während der Entbindung war er dabei und nach der Entbindung ist er nicht mehr zu mir gekommen, hat mich alleine gelassen. Ist das Kind während der Geburt gestorben? War in meinem Bauch also tot. Im Bauch schon tot? Mhm. Ja, war schon tot. Wann war dieser Vorfall? Das war vor 3 Monaten. Mhm. Ja, habe ich mein Kind verloren. Das wissen deine Eltern aber auch? Ja, das wissen sie auch. So, und warum sagst du nicht, ich gehe jetzt zu meinen Eltern, wenn meine Eltern sogar zu mir halten? Ja, war ich ja auch. Ich war bei meinen Eltern und dann hat es ihm leid getan angeblich. Ja. Dann hat er mich wieder zurückgeholt, dann hat mein Vater gesagt, ja, ich möchte das nicht mehr erleben. So leider, pass mal auf, ich unterbreche gleich mal. Dann bist du verdammt nochmal aber selbst schuld, wenn du zu so jemandem wieder zurückgehst. Du hast das Glück, dein Elternhaus zu haben, deine Eltern nehmen dich wieder auf. Du bist mit dem Typ nicht verheiratet, Gott sei Dank, dann wäre es noch komplizierter. Mhm. Der, ich sag jetzt mal symbolisch, tritt dir das Kind aus dem Leib raus. Mhm. Ne, kann man ja so symbolisch so sagen. Ja. Und all das, was du mir vorher berichtet hast, und dann gehst du wieder zu dem zurück, nur weil der sagt, es tut ihm leid, das gibt's doch nicht, Mensch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu gutmütig. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und auch zu blauäugig vielleicht. Da weiß ich nicht. Es klingt blöd. Ich liebe ihn immer noch. Aber ich weiß es nicht, wieso. Also, weißt du, das sagen Leute oftmals in einer solchen Situation. Mhm. Dann stehe ich davor fassungslos und sage immer, wie kann man denn jemanden lieben, der einem sowas angetan hat? Ja, stimmt eigentlich. Und dann finde ich, wenn man das so empfindet, so wie du, du belügst mich ja nicht. Nee, dann finde ich, muss man, jetzt in deinem Fall, musst du dagegen angehen, auch gegen dieses Gefühl. Ja. Wenn es denn ein Liebesgefühl ist, ich glaube ja gar nicht, dass es ist irgendwas anderes, vielleicht eine Abhängigkeit oder ich weiß nicht was, irgendwas. Wahrscheinlich habe ich kein Selbstvertrauen. Ja, vielleicht, aber Liebe ist es nicht. Ja. Liebe ist was ganz, ist was Schönes, was Reines, was Sauberes, was Harmonisches, was Friedliches. Ja, ich habe dieses Problem, ich möchte nicht wieder zu meinen Eltern. Warum nicht? Ja, weil ich weiß es nicht. Bei uns ist es ganz anders. Wenn man zu den Eltern wieder zurückkehrt,
Man redet dumm und was weiß ich. Man kriegt immer was zu hören. Aber nur von den anderen Leuten, nicht von den Eltern. Ja, das ist ja so. Und das macht mich psychisch fertig irgendwie. Pass mal auf, Laila. Ja. Die Eltern reden aber nicht schlecht über dich. Nein, die wissen ja alles. So, und die würden dich auch wieder zurücknehmen. Ja, natürlich. Weil deinen Eltern das auch sehr leid tut, wie du behandelt wirst. Ja. So, jetzt pfeif bitte auf die anderen Leute, die vielleicht eine Weile schlecht über dich sprechen, weil du wieder zu den Eltern zurückgekommen bist. Mhm. Ich glaube, es macht dich seelisch mehr kaputt, wenn du bei diesem Typ bleibst, als wenn du eine Weile das hinnimmst. So, du bist ein junges Mädel von 22 Jahren, junge Frau. Ja. Und es wird mit dem Teufel zugehen, dass du dir nicht auch selbst in der nächsten Zeit wieder auch ein Leben aufbaust. Das heißt, dass du irgendwie einen Job findest oder arbeiten gehst. Ja. Und dann nimmst du dir eine eigene Wohnung und bist weg von den Eltern. Ja. Vielleicht ist es ja nur ein Jahr, dass du nochmal bei den Eltern bist. Aber da bist du in Sicherheit und da bist du bei Menschen, die dich lieb haben. Ja. Ja. Dann bist du wieder zurück zu ihm gegangen. Wie? Ich sag, dann bist du wieder zurück zu ihm gegangen. Ja. Und seitdem du jetzt wieder bei ihm bist, wie hat sich die Lage denn da gestaltet? Ja, am Anfang war es ja okay. Was heißt am Anfang? Wie viele Tage? Ja, so ein paar Wochen war es okay. Ja? Und jetzt mittlerweile habe ich rausbekommen, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin telefoniert, wo ich halt bei meinen Eltern war. Also, wenn, dass ich da alles höre, Ex-Freundin. Ja, so und so viele Kinder. Er behauptet ja, dass er nichts mit ihr hat und wenn ich jetzt sie anrufen würde und beschimpfen würde, wird er mich also platt machen. Hm. Nee, die sollst du auch gar nicht anrufen. Die, wenn es diese Frau denn gibt, die kann ja auch nichts dafür. Ja, ist er, so. Er ist der Schuldige. Aber was ich da alles höre, da ist eine Ex-Freundin, da hat er Kinder in der Türkei, er ist standesamtlich verheiratet in Deutschland. Ja. Was ist denn da noch alles? Und er hält sich dich auch noch als Betthäschen zu Hause. Ja. Also ich meine, er hat ja immer gesagt, ah, du kannst nicht kochen, du kannst das nicht, du kannst dies nicht. Mhm. Dann habe ich mich wirklich drum bemüht, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht. Mhm. Und jetzt mache ich alles und passt ihm trotzdem nicht. Also ich habe wirklich alles getan. Du bist so gutmütig. Ja, und ich bin jetzt am Zweifeln, ich weiß es nicht, wie ich es ihm erklären soll. Also nee, da gibt es überhaupt gar nichts mehr zu erklären. Du musst jetzt mal irgendwann auch mal eine harte Gangart einlegen. Ja. Du musst einfach sagen, du möchtest nicht mehr. Du möchtest nicht mehr mit ihm zusammen sein. Mhm. Pack deine 7 Sachen, geh zu deiner Mama und seinem Papa. Ja. Hast du eigentlich was gelernt vorher? Nee. Nee. Nein, ich trage Kopftuch und da ist es schwer, einen Job zu finden. Ja. So Stelle. Und deswegen habe ich halt immer, wurden mir die Wege gesperrt. Gut, aber irgendwelche einfachen Tätigkeiten, Putzstellen oder Packer oder sowas, Packerinnen. Kann ja, ich habe ja vorher gearbeitet, wo ich nicht mit ihm zusammen war. Ah, siehst du, da hat es geklappt, ne? Ja. Und ich wünsche dir, dass das wieder klappt und ich wünsche dir, dass du da rauskommst. Ja. Meine Meinung ist ganz klar. Ich finde, dass du wieder auf eigene Beine kommen solltest und am Anfang helfen dir die Eltern ein bisschen, ist ja auch okay. Und dann gucken wir weiter in einem Jahr oder so. Ja. Alles Gute, Laila. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer kostenfrei für euch und unsere Faxnummer 0800 220 5051 auch kostenfrei für euch. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten hier heute Nacht live im Radio, bei 1 live und im Fernsehen? Franziska, 16 Jahre alt. Hallo. Hallo Franziska. Ja. Ja, deswegen hast du angerufen? Also ich habe Liebeskummer. Ach, schlimm? Ja. Ganz schlimm? Ja. Schon lange? Ja. Wie lange? Also 3 Monate mit Sicherheit schon. Erzähl uns alles, was ist los? Also am 24. Mai genau habe ich einen Mann kennengelernt, der ist 15 Jahre älter als ich, also ich bin 16. Ja. Und beim Fußball, der hat mich halt angesprochen, weil ich halt traurig war über den Abstieg von dem Verein. Der ist in 31, ne, wenn ich schlau gerechnet habe gerade. Genau. Mhm. Ja, und er hat mich halt angesprochen, dann abends sind wir halt noch essen gegangen und... Ist er ein Fußballspieler? Nein. Nein. Nein, nein. Mhm. Und dann haben wir halt telefonischen Kontakt gehalten und per SMS und ich habe ihm dann halt auch gleich gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Wie? Direkt zum ersten Mal? Ja, direkt auf den ersten Mal. Wahrscheinlich, weil er dich so nett getröstet hat. Ja, vielleicht. Vielleicht, na gut. Ja, und dann haben wir halt Kontakt gehabt noch und dann haben wir uns auch nochmal bei mir getroffen. In der Stadt. Und dann haben wir uns halt auch im Café gesetzt und haben uns halt unterhalten. Mhm. Und beim Abschied kam es dann halt auch zum Kuss. Wow. Wo er mir dann halt auch gesagt hat, dass er mich liebt. Das hat er gesagt? Ja. Und er hat es mir halt auch danach öfter per SMS geschrieben.
Ich will mal fragen. Hat er gesagt, ich bin verliebt, oder hat er gesagt, ich liebe dich? Ich liebe dich. Ist albern. Weißt Warum? Du? Ja, ich finde, dass man, das ist so ein großes, so eine große Formulierung, so ein großes Wort, ich liebe dich. Das kann man nicht sagen, wenn man jemanden so wenig kennt, wie ihr euch gekannt habt. Das kann man erst sagen, wenn man sich eine Weile mit jemandem beschäftigt hat. Das ist das Größte, was man ja jemandem sagen kann. Egal, jetzt erzähl erstmal weiter. Ja, und dann haben wir halt jeden Abend telefoniert. Ja. Irgendwie und irgendwie seit einem Monat kann man ihn halt absolut nicht mehr erreichen. Also sein Handy ist ständig aus und da, weil er halt vor kurzem erst in eine neue Wohnung gezogen ist, hat er halt noch kein Festnetz, ja, wo man ihn halt erreichen kann und ich weiß jetzt nicht, was Sache ist irgendwie. Also aber seit einem Monat hast du? Ja. Aber du hast gerade gesagt, seit drei Monaten hast du schon Liebeskummer. Ja, weil, also ab und zu, er ruft mich ja nicht ständig an oder so und Freunde von mir meinen halt, ja, vielleicht ist es ja nur eine Affäre, vielleicht hat er ja schon eine Frau und ist verheiratet, mhm, und hat Kinder oder so. Ja. Hast du ihn gefragt danach? Nein. Warum nicht? Ja, weil ich mir da ein bisschen blöd vorkomme, ja, irgendwie, wenn ich ihn frage, ja, bist du verheiratet oder, ja, so. Ja. Aber hat er dich gefragt, ob du einen Freund hast? Ja, ja, klar. Siehst du, der hat dich das gefragt, hättest du auch fragen können, hast du eine Freundin oder eine Frau? Na, egal. Also das weißt du nicht, ob der irgendwie in festen Händen ist. Also er meint nein irgendwie, also zumindest, dass er keine Freundin oder so hat. Ach, das hat er doch schon gesagt, wenn du sagst... Mit einer Freundin, ja, aber mit einer Frau oder so, dass er verheiratet, mhm, ist, das weiß ich ja halt nicht. Weißt du denn jetzt, wohin er gezogen ist? Ja, die Stadt, also die Stadt weiß ich, die Adresse so, auch nicht. Ist das weit weg von dir? 40 Kilometer ungefähr. Ja. Gelaufen ist zwischen euch beiden außer diesem Kuss nichts? Nein. Nee. Mhm. Du sagst, die letzten drei Monate war es schon ein bisschen schwierig. Hast du den Eindruck gehabt, so am Telefon, dass er auch manchmal ein bisschen distanziert war? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Und wie oft habt ihr euch getroffen? Dreimal waren es. Nur dreimal? Ja, mhm, weil ich auch im Sommer halt im Urlaub war für 4 Wochen. Ja. Und dadurch, dass ich halt noch zur Schule gehe und er gerade eine Umschulung macht, mhm, war es halt ein bisschen problematisch. So, und seit einem Monat Sendepause. Genau. Gar nichts. Er reagiert nicht, er ruft dich nicht an. Er kann gar nicht reagieren, weil er sein Handy, weil das Handy nicht funktioniert. Genau. Und du hast auch nicht die Adresse. Genau. Sagt eigentlich verdammt viel aus, Franziska. Finde ich, sagt ganz viel aus. Sagt im Prinzip, dass er das nicht will. Dass er dich nicht will. So schlimm das jetzt auch für dich klingt. Du hast ja wahrscheinlich tausend Sachen schon überlegt, was der Grund sein könnte. Genau. Ja. Aber alles, was man sich ausdenken kann, könnte man sagen, wenn man den anderen will. Er könnte dich zu jeder Zeit anrufen, er könnte dir eine SMS schicken oder weiß ich was. Tut er nicht. Vielleicht ist er in festen Händen. Vielleicht hat er eine Frau, eine Freundin, vielleicht hat er Kinder. Und ihm ist das zu heiß geworden. Und dann der große Altersunterschied. Vielleicht fand er dich irgendwie süß, kann ja sein. Und wollte sich aber nicht weiter darauf einlassen, weil er gemerkt hat, dass das Ganze wird mir zu prekär. Ist ein bisschen unfair dir gegenüber, weil er dich rangelockt hat. Und das hätte er nicht tun dürfen, weil er der Ältere ist und er der Erfahrenere auch ist. Er hat mit deinen Gefühlen gespielt, finde ich. Dann ja. Ja. Hm. Ja, jetzt schon. Er müsste jetzt irgendetwas dir... Er hat ja nicht mal... das Rückgrat, dir zu sagen, Franziska, ich kann es nicht. Ne, dann wüsstest du wenigstens, woran du bist. Aber nicht mal das tut er. Er könnte dich anrufen und sagen, ich schenke dir einen Wein ein, das und das, so ist meine Lebenssituation, ich möchte mich auf keine Beziehung einlassen, ich kann es einfach nicht. Das wäre für dich bitter und traurig, aber du wüsstest, was ist. So hängst du völlig in der Luft und das spricht nicht für ihn. Aber ich denke halt auch gerade, weil sein Handy ständig aus ist, ja, vielleicht hat er das Handy verloren irgendwie und hat meine Nummer oder so gar nicht mehr. Aber er weiß doch, wo du wohnst. Ja. Er könnte das rauskriegen. Also wenn er wollte, frage ich dich jetzt, wenn er wirklich wollte, könnte er Kontakt zu dir aufbauen. Ja, ist klar. Ja. Dann ist die Sache klar, Franziska. Der will es nicht. Der will dich nicht. Und das Allerbeste ist, wenn du versuchst, die Sache so peu à peu dir aus dem Kopf zu drängen. Es ist ja auch noch nicht so viel passiert. Es ist ja noch keine Beziehung. Es war dreimal. Ihr habt euch dreimal getroffen. Ihr habt einmal geknutscht miteinander. Wenn ihr jetzt schon viele Monate wirklich inniger noch gewesen wärt, wäre es ja noch schlimmer. Man muss es ja auch immer so sehen.
glaube, sich jetzt davon zu verabschieden, ist einfacher, als wenn da schon noch mehr gewachsen wäre zwischen euch beiden. Mhm. Ja, ich weiß, ich kann jetzt klug reden. Aber ich sag dir das so als Neutraler von außen, das klingt alles ziemlich beschissen. Und das klingt nicht, als hätte der Interesse an dir. Ein Monat sich nicht melden ist hart. Ja. Ja. Jetzt musst du ganz tapfer sein und versuchen, immer die Gedanken, wenn du an ihn denkst, immer zu verdrängen. So mache ich es auch immer, wenn es mir schlecht geht. Ja, so mache ich es. Weil wenn man sich hineinfallen lässt in die Traurigkeit, dann wird es immer schlimmer. Das Beste ist immer erstmal wegdrängen. Und dann schafft man es auch eher vielleicht wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Ja, verdrängen, das mache ich nicht mehr. Da habe ich schon zu viel verdrängt und das wurde bei mir ziemlich schlimm dann. Ja gut, aber dann musst du so einen Mittelweg finden. Du darfst dich auch nicht reinsteigern. Ne? Man muss ja irgendwann auch was akzeptieren, dass es so eben nicht geht. Mhm. Franziska, mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Patricia. Hallo Domian. Heute sind die jungen Mädels bei mir. Laila, Franziska, Patricia. Ja, hi. Hi, 22. Korrekt. Und, um was geht's? Ja, es geht um Folgendes. Ich rufe an wegen dem Mädchen von gestern Abend, also die letzte Anruferin mit den ganzen Déjà-vus. Ja. Ja, ich kann ihre Angst voll und ganz verstehen, denn mir geht's nicht anders. Und also, ich habe es auch schon seit frühester Kindheit, dass ich angefangen habe, Schlaf zu wandeln. Oh. Und zwar nicht Schlafwandeln, wie das normal ist, dass man das nicht mitkriegt, sondern es waren also hypnagoge Halluzinationen, ja, das hört sich ganz komisch an. Nee, wie nennt man das? Hypnagoge Halluzinationen, isolierte was? Sind das. Oh, du hast dich damit beschäftigt, merke ich schon. Ich war beim Psychiater damit. Ah ja, was sind hypnagoge Halluzinationen? Das sind also eigentlich Vorboten von Narkolepsie, kann man bei mir aber ausschließen. Jetzt haben wir alles verstanden. Okay. Also sagen wir es so, ich wache nachts auf, ja. Sehe dann irgendwelche Tiere oder irgendwelche Gegenstände. Im Zimmer. Aufgaben, ja zum Beispiel wache ich nachts auf und sehe ein Huhn unterm Regal. Ah. Dieses Huhn muss ich fangen. Halt. Sonst kann ich nicht mehr einschlafen. Ich muss uns fragen, also du wachst nachts im dunklen Zimmer auf. Korrekt. Und du siehst dann unter deinem Regal, obwohl es dunkel ist, ein Huhn. Ja. Ein reales Huhn. Ich kann das anfassen, ich kann das streicheln. Ah, das ist ja krass. Das ist ganz krass. Du kannst halt, ich muss es fragen, und du gehst dann hin und du hast du kannst richtig fühlen, ja. Du fühlst das Huhn. Ja, ich erwische es aber nicht, obwohl ich es fühle. Gackert das Huhn auch? Das nicht, es ist einfach nur da. Und also das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel, ziemlich starke Halluzination, dass ich dann davor sitze und denke, ach, du musst das Huhn fangen, sonst frisst dir die Kabel an, gibt's einen Kurzschluss und dann brennt deine Wohnung ab. Ja. So nach dem Motto. Und ich kann nicht ins Bett gehen und wieder einschlafen, bevor ich diese Aufgabe nicht erledigt habe. Ja, aber was machst du da mit dem Huhn? Ja, also ich habe dann eine Falle gebaut, aber da ist es nicht reingelaufen. Und dann war ich zu müde und habe mich doch ins Bett gelegt. Das ist ein ganz kleines Beispiel. Ja, aber das ist ein interessantes Beispiel. Und das Huhn stand dann noch weiter unter dem Regal. Ja, aber es hat mich dann nicht mehr gestört. Ja. Oder also jedenfalls kriegen das auch Mitmenschen mit. Mein Lebenspartner zum Beispiel hat das mitbekommen. Und dem sage ich dann immer schon gleich, leg dich hin, ja. Ich schlafwandle nur. Also ich kann das einschätzen, ich weiß das. Leg dich hin, ich spreche nur gerade mit dem Huhn hier. Ja, nee, also ich weiß, in dem Moment ist mir dieser Zustand auch bewusst, dass es nicht real ist. Ah, ja. Trotzdem Interessant. Das heißt, du bist wach im Prinzip, ja. Und weißt dennoch, dass... Und kannst doch nicht dagegen angehen. Nein, ich muss es erst erledigt haben. Aber das ist gar nicht das Problem an sich, sondern diese Halluzinationen fingen dann irgendwann an, mhm. In präkognitive Träume umzuschlagen. Das heißt? Dass ich erst geträumt habe, ja. Nachts, und von Unfällen, Todesfällen, ja. Massenhaft, und die dann eingetreten sind, entweder zu dem Zeitpunkt, als ich es geträumt habe, ja. Ein, zwei Tage später oder kurz davor passiert sind. Und irgendwann habe ich mich dann meinen Mitmenschen anvertraut, weil ich das selber alleine gar nicht mehr verarbeiten konnte. Waren das Todesfälle von Freunden, Bekannten? Also meistens Freunde von Bekannten, die Leute, zu denen ich gar also nicht so den Beziehung eher hatte. Ein weiterer Kreis. Ja, ja. Mhm. Aber schlimm genug. Schlimm genug, ja, weil am Anfang, ich bin ein sehr realistischer Mensch. Ich suche für alles immer eine logische Erklärung. Und am Anfang immer als Zufall abgestempelt, des Späteren konnte ich es dann aber nicht mehr akzeptieren als Zufall, weil es sich so gehäuft hatte. Mhm. Was war denn das für dich Erschütterndste, was du vorher geträumt hast?
Das Erschütterndste, woraufhin ich dann auch zum Psychologen gegangen bin, weil ich dachte, ich wäre schizophren. Ja. Das war schon verbunden, dass ich dann diese präkognitiven Träume verbunden hat mit Halluzinationen und die nicht mehr im Schlaf auftraten, sondern mitten am helllichten Tag. Sag mal ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Das ist eine ganz verrückte Geschichte, die erzähle ich eigentlich sehr ungern, weil sie wirklich blöde ist. Aber es passierte auf einer Konfirmationsfeier von Leuten, die ich auch gar nicht kannte. Ich war mit meinem Freund da. Und die Mutter von dem Mädchen hatte so einen riesen Marzipankuchen gebacken mit zwei Tauben drauf. Also ich spreche jetzt von der Realität, ja, ne? Du warst das da. Das war eine Realität, ja. Mhm. Und ich habe dann ein Stück Kuchen auf ihren Teller gemacht mit so einer Taube. Die Taube fiel runter und zerbrach in zwei Hälften. Ja. Sie hat sie dann trotzdem, ich habe sie wieder auf den Teller gelegt. Gut, also sie fiel dann auf den Tisch und auf den Boden. Zwei Wochen später ging ich mit meinem Freund durch die Stadt und es fiel vom heiterem Himmel einfach eine Taube direkt vor meine Füße und platzte in der Mitte auf. Eine echte Taube? Eine echte Taube. Die aber nur du gesehen hast? Nein. Der Freund auch? Ja, natürlich. Dann spritzte die ganze Scheiße und was aus der Taube rauskam, in die Hose. Und weiter dabei nichts gedacht. Ein paar Tage später sind wir nach Holland gefahren. In der Nacht um 1:30 hatten wir einen Autounfall. Mhm. Als wir dann nach Hause kamen, also mit den Freunden, mit denen wir da unterwegs waren, kam dann gleich die Mutter von dem einen Freund runter und erzählt uns, dass eben diese Mutter um 1:30 nachts gestorben war. Verbrannt, also in dem Haus. Und ich hatte das erst, also in dem Auto passierte auch noch was, auf der Rückfahrt. Also lass mich ihn fragen. Der Zusammenhang zwischen der Konfirmation und der Taube ist mir jetzt klar. Da fällt dann real auch eine Taube runter. Aber, aber Zusammenhang Konfirmation und jetzt dieser Autounfall in Holland, verstehe ich nicht. Um 1:30 starb diese Frau. Und um 1:30 hatten wir diesen Autounfall. Zudem kam auch hinzu, dass wir auf der Rückfahrt, also es war kein schlimmer Unfall, wir hatten uns nur vorne komplett die Fahrt ein bisschen eingedellt. Und als wir dann auf dem Rückweg waren, haben die meisten im Auto geschlafen. Und ich wachte auf und hörte irgendein Kirchenlied. Ich habe dann auf den MP3-Player geguckt, aber es lief nicht. Schlief dann wieder ein. Ich fragte noch, ob das irgendjemand noch hört. Dachte dann, das wäre der Wind. Kurze Zeit später hat mich dann meine Freundin auf die Schulter getippt und meinte so, hörst du auch diese Lichter andauernd? Ich meinte so, ja, ich höre das. Und die Jungs haben uns erstmal einen Vogel gezeigt, was sie uns einbilden würden. Auf der Trauerfeier von dieser Frau, auf der Beerdigung, wurde genau dieses Lied gespielt. Also ich habe auch wirklich viele Zeugen dafür. Also aber dennoch, ich wiederhole das jetzt nochmal. Oder waren das jetzt zwei Geschichten? Einmal die Geschichte mit der Taube und der Konfirmation. Ja. Und diese Frau hat halt diese Taube gegessen. Ihr habe ich die auf den Teller gelegt, die da. So. Das war die Sache. Also daraufhin habe ich so einen Schrecken bekommen, dass ich gesagt habe, das sind Wahnvorstellungen. Ja, das ist aber schon, das passt ja fast schon in den Bereich Horror rein. Es, ne? es war der letzte und von da an passierte erstmal gar nichts mehr. Und es ist 2 Jahre her. Mhm. Es tritt auch immer nur ein Faden auf. Also du bist dann in eine psychiatrische Behandlung gegangen? Ja. Ist das ein Fall für einen Psychiater? Oder ist das, ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Ja. Hat man dir helfen können? Nein. Also der Arzt hat natürlich alle Teste gemacht, ob ich schizophren sei, ob ich irgendwas anderes hätte. Mhm. Nach einem Jahr hat er mich dann mit den Worten entlassen, es gibt manchmal Dinge, die man nicht erklären kann. Mhm. Da er auch meine Familie zu Rate gezogen hatte, weil ich ihnen halt viel erzählt hatte und so. Im Stern gab es letzte Woche, ich bin nicht ganz sicher, letzte Woche oder vorletzte Woche, eine Titelgeschichte zum Thema übersinnliche Phänomene, PSI abgekürzt. Mhm. Hast du das gesehen? Nein. Da wurde sehr ausführlich über und sehr seriös natürlich über solche Dinge berichtet. Und es gab auch eine ganze Menge noch Kontaktadressen von Instituten und Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen. Das ist ja klasse, weil die Leute müssen aufpassen, dass sie nicht wirklich als verrückt abgestempelt werden. Deswegen kann ich das Mädchen auch sehr gut verstehen, dass sie sich da an dich wendet und nicht erst an Freunde. Ja. Weil das kann ganz schön in die Hose gehen. Aber das klingt mir wirklich sehr erschreckend, was du da erzählt hast. Da hätte ich von mir selbst auch Angst. Ja, klar. Es ist auch so, dass ich gewalttätig wurde nachts dann bei dem Schlafwandeln nach einer Zeit. Also wie ist das denn jetzt so ganz aktuell, so in gar den letzten... Gar nichts. Momentan ist gar nichts. Das kommt, wie gesagt, es kommt mal alle paar Jahre vor, aber dann auch gehäuft. Was heißt denn gewalttätig? Schlimm gewalttätig?
Nein, also ich sah zum Beispiel meinen Freund komplett in Gips und dachte, der erstickt ja. Und bin dann in die Küche gegangen, hab einen Hammer geholt, um ihn da raus zu befreien. Wie abgefahren. Du siehst deinen Freund in Gips, obwohl der gar nicht in Gips ist. Ja. Du fühlst den Gips auch an ihm. Genau, ich habe auch drauf rumgetrommelt. Und da hat er sich schon so aufgewacht. Unglaublich. Hat mich gerüttelt, wach endlich auf. Und du holst dann einen Hammer, um den Gips abzuhauen von ihm, um ihn zu retten. Aber in Wirklichkeit schadest du ihm und haust mit dem Hammer auf seine Haut. Klingt brutal, aber in dem Moment, als er in der Ecke stand und da hat er sich natürlich schon verkrochen, so Richtung Schrank, hat er sich versteckt und dann hat es in dem Moment Klick gemacht, hat sich ins Bett gelegt und weitergeschlafen. Also, vielleicht solltest du selbst mal nochmal recherchieren in Sachen Stern vor 2 Wochen. Wir können dir gerne aber auch noch eine Anlaufstelle in Freiburg, Universität Freiburg, Parapsychologisches Institut geben, die sich auch mit genau solchen Dingen beschäftigen. Das ist perfekt. Ja, es gibt solche Dinge, das weiß ich, die gibt es ganz selten. Das muss auch nicht mit Geistern und sowas was zu tun haben. Es sind einfach Dinge, die noch nicht erforscht sind beim Menschen oder in unserer irdischen Wahrnehmung. Und es gibt eben sehr wenige wirklich seriöse Wissenschaftler in Deutschland oder auf der Welt auch, die dem nachgehen. Du legst auf, wir versorgen dich mit den Nummern, die wir haben, und du kannst ja auch noch mal ein bisschen recherchieren. Okay, ich lege auf und ihr sagt... Wir rufen an, meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Hm? Danke euch. Okay, Patricia. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit dem Klaus. Und Klaus ist 38. Jo, hallo Domian. Hallo Klaus. Ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich mich in eine Hure verliebt habe. Ah, wann? Ja, das ging ungefähr von 3/4 Jahr los. Mhm. Sie war schon öfter bei mir. Sie macht praktisch Hausbesuche. Ja. Wie oft war sie bei ihr gewesen vorher? Oh, schon einige Mal, so 10-12 Mal schon. Ja, hast du immer dieselbe bestellt? Ich habe sie selber bestellt. Und jetzt, immer dieselbe bestellt, meine ich. Ja, richtig. Ja, genau. Ja. Und jetzt fragst du mich also schon danach irgendwie, ob ich so getauft worden bin und Ob du getauft worden bist? Ob du getauft worden bist? Ja, natürlich. Warum fragst du das? Sie ist katholisch. Ach so. Ich bin evangelisch. Und ich habe da irgendwie so ein Dings irgendwie, dass sie eventuell mich da irgendwie so verwickeln will irgendwie, sprich heiraten möchte oder so. Aha, aber du hast gerade gesagt, dass du auch verliebt bist. Ich bin in sie verliebt, ja. Das heißt ja, wenn das Mädel solche Fragen stellt, müssen dir diese Fragen doch eigentlich gefallen. Ja, natürlich schon, auf der einen Seite natürlich, aber ich bin eben nicht ganz sicher, weil sie ist illegal hier in Deutschland. Ja. Und ich weiß nicht, was da alles auf mich kommt nachher. Ne? Lass mal nochmal die Grundfakten klären. 38 habe ich gesagt. Bist du in einer Beziehung? Bist du solo? Nein, ich bin solo. Also ich frage das nur, weil man kennt ja alles Mögliche. Ne? Es hätte ja sein können, dass du in einer Beziehung bist mit 5 Kindern. Ja klar, nein, ich bin also solo. Und ja. Ist das so deine Art, dir den Sex zu holen, dass du gern zu Prostituierten gehst? Oder ist das jetzt irgendwie so ein Zufall und eine Ausnahme mit der Frau? Nein, das ist also keine Ausnahme. Ich mache das also ganz gern und... ja, ich suche mal praktisch da den Sex im Grunde auch raus. Ja. Was zahlst du da jedes Mal pro Hausbesuch, also Hausbesuch bei dir? Ja, das ist also relativ günstig. Also ich habe mittlerweile schon Rabatt bei ihr bekommen und es ist nicht viel Geld im Grunde. Ich will es wissen, wie viel? Klar. Ja, das sind irgendwie so mit 80-90 Euro. Ja. Naja, also so ganz günstig ist es dann auch nicht. Ne? Also das ist ja, wie lange bleibt sie denn da? Ja, die ganze Nacht. Ah ja, na gut, dann ist es schon günstig, ja. Ja, wir haben also auch viel Spaß zusammen. Und nur eben die Frage ist praktisch jetzt das, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, ja, du hast dich also jetzt in sie verknallt. Ja. Seit wann spürst du so dieses Gefühl, dass du sagst, ich finde dich nicht nur nett, sondern ich habe auch ein bisschen Schmetterling im Bauch? Ja, seit 2-3 Wochen bestimmt schon. Ach, also ganz frisch ist es noch. Ja, aber ich habe sie vorher schon öfter eingeladen, aber dann nach den Male praktisch geworden, das ist irgendwie extremer, weil sie immer öfter über Nacht bei mir geblieben ist. Ja. Und sie ist illegal in Deutschland? Ja. Woher kommt sie, aus welchem Land? Sie kommt aus Polen. Aus Polen. Mhm. Du hast ja so die, habe ich gerade so rausgehört, die Vermutung, na, wer weiß, ob die in mich verliebt ist. Die will mich nur heiraten, damit sie hier legal leben kann. Ganz genau. Also das ist eben das große Problem dabei. Das ist natürlich auch berechtigt, diese Sorge. Da würde jeder genau das so denken.
Aber du sollst ja auch nicht heiraten, das ist doch gar nicht das Thema. Du kannst doch erstmal deine Gefühle weiter beobachten, was du empfindest. Ja. Und sehen, ob das erwidert wird von ihr. Es ist ja alles noch ganz. Sie hat mir auch schon angeboten, dass sie auch umsonst teilweise zu mir kommen möchte, in späteren Zeitraum. Und also sie hat sich schon ihr Zimmer ausgesucht hier in meiner Wohnung. Mhm. Ja, das klingt alles so ein bisschen. Ich werde auch also eher vorsichtig und skeptisch. Mhm. Außerdem, deine Gefühle sind noch recht frisch. Das sind erst 2-3 Wochen, sagst du. Ja. Das heißt, da würde ich erstmal noch gar nicht so ganz viel drauf geben, sondern würde erstmal abwarten, mich auch beobachten an deiner Stelle. Du hast alle Zeit der Welt. Ja, natürlich. Du kannst auch noch ein Jahr warten und mal gucken, wie es im Jahr ist. Da kannst du die Frau auch besser kennenlernen. Vielleicht entwickelt sich ja wirklich eine ernsthafte Beziehung zwischen euch beiden. Im Moment ist es ja doch eine reine Sexgeschichte, oder hauptsächlich sexdefinierte Geschichte. Nein, das ist überwiegend eigentlich nur Sex. So. Also, deswegen stellt sich diese Frage der Heirat überhaupt gar nicht, finde ich. Es stellt sich jetzt nur die Frage, entsteht da etwas zwischen uns beiden? So. Ja, aber ich denke mal irgendwie, dass die Patsche was will, irgendwie nach der Devise, sie müsste vielleicht irgendwie doch wieder raus. Ja, aber in ihre Heimat, und dadurch will sie irgendwie Patsch dann von zu heiraten. Und ja, aber das ist nicht, also sehr skeptisch irgendwie auch. Ja, das, das ist natürlich nicht der richtige Weg, ne? Und wenn du, ich hoffe nicht, dass du das auch nur annähernd darüber nachdenkst, sie zum Schein zu heiraten. Nein. Machst du Strafe, ist ja völlig klar, ne? Also wenn heiraten, nein, das tue ich auch nicht. Wenn heiraten, dann nur mit Gefühlen. Und heiraten wäre, wie gesagt, für mich an deiner Stelle überhaupt gar kein Thema. Mhm. Sondern erstmal gucken, wie sich das zwischen euch beiden entwickelt. Und wenn sie jetzt unter Druck steht und so, ja, dann ist es halt so. Ja. Okay, Jürgen. Klaus, mehr kann ich dir nicht sagen. Vielen Dank. Bekomme ich ein Autogramm von dir? Ja, da musst du aber auflegen und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Kein Problem. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Anja, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Anja. Und was geht's bei dir? Mein Vater ist heute ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ist er schwer krank? Nein, also er hat irgendwie, also meine Brüder, also erstmal von vorne. Er hat wohl irgendwie gestern schon über Kopfschmerzen geklagt, schlimmer als sonst. Mhm. Und musste auch erbrechen oder so. Und heute dachten sie dann, es wäre wieder besser. Ja. Und dann wollte er irgendwie duschen gehen, da ging es ihm schon nicht so gut. Und dann ist er halt irgendwie nachher bewusstlos in der Badewanne. Und meine Brüder haben ihn gefunden. Mhm. Wie alt ist dein Vater? Er ist jetzt 51. Ja. Ist dann direkt heute ins Krankenhaus gekommen? Ja. Wie ist jetzt im Moment? Du hast wahrscheinlich in den letzten Stunden Informationen bekommen, sein Zustand? Also meine Mutter hatte nochmal angerufen und da sagten sie wohl, dass er wahrscheinlich heute Nacht notoperiert werden muss, weil die Gehirnblutungen halt stark wären. Also es sind Gehirnblutungen? Ja. Ja, also eine sehr ernste Sache. Ja. Ja. Hat man euch erklärt, wie ernst das ist? Nee, also wie gesagt, ich habe auch gar nicht mit denen gesprochen. Meine Mutter hatte da telefoniert. Mhm. Und sie hatte mir auch erst vor, also so um 9 oder so, Bescheid gesagt heute Abend. Ja. Dann bin ich auch gleich hingefahren und ja, die steht halt unter Schock und meine Brüder halt auch, denen geht's ganz dreckig. Ja, sind die. Das wäre auch kein schöner Anblick, ne? Und ja. Das kam jetzt aus heiterem Himmel. Er hatte früher so keine Beschwerden und hat sich irgendwie unwohl. Nee, normal Kopfschmerzen, aber sowas halt nicht. Mhm. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was genau Gehirnbluten unter Umständen heißt. Ob es da leichtere Erkrankungen gibt, leichtere Vorfälle oder schwere Vorfälle. Ob es immer lebensbedrohlich ist, welche Risiken damit vor. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich mache mir halt Sorgen. Also wenn das jetzt wirklich zum Schlimmeren ausgeht, weiß ich nicht, wie ich meine Mutter irgendwie, mache ich mir Sorgen drum. Weil wie gesagt, ich habe halt noch 2 kleine Brüder. Wie alt sind denn die Brüder? 11. Ach so, Zwillinge? Ja. Ach, und die haben den Papa gefunden? Ja, genau. Oh je, ja, das ist natürlich dann, ich dachte, das wären wie deinem Alter Brüder. Nee. Mhm. Und ja, wie das dann weitergeht halt im Ernstfall, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das auffangen soll. Und ich mache mir dann halt auch Sorgen um sie, weil es ist jetzt schon ziemlich kritisch irgendwie. Ja, also ich finde erstmal, Anja, wenn auch so was Schlimmes passiert, sollte man jetzt noch nicht über den allerschlimmsten Fall nachdenken, nämlich, ne, sondern wir müssen jetzt darüber nachdenken und hoffen, dass, wenn er diese Nacht nur operiert werden sollte, dass das gut über die Bühne geht. Hm. Das ist das Allererste, woran man jetzt denken muss.
Und dann muss man jetzt auch, müssen jetzt alle irgendwie tapfer zusammenhalten. Dann geht ihr morgen ins Krankenhaus. Dann gehst du mit deiner Mama zusammen. Es ist immer gut, wenn man zu zweit solche Gespräche führt, zu dem behandelnden Arzt oder zu dem Chirurgen. Und der soll euch erklären, was da vorgefallen ist und wie die Therapiemöglichkeiten sind und so weiter. Welche Folgeerkrankungen vielleicht auftreten können. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man jetzt die Nerven behält. Denn ihr tut ja niemandem etwas Gutes, wenn ihr jetzt durchdreht. Nee, aber wie gesagt, meine Mutter ist halt, also ich mache mir halt Sorgen, weil sie war, das ist jetzt 10 Jahre her oder noch, also 87 war das. Da ist sie halt zusammengebrochen und ist halt nach in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Ja. So, und ich habe halt Angst, dass sowas wieder hochkommen könnte, wenn jetzt so eine Fälle auftreten. Ja. Irgendwie. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist. Wo wohnst du in der Nähe? Deine Eltern? Ja, einigermaßen ja. Das heißt, dann ist das deine Aufgabe, wenn du es kannst. Hast du eine Familie oder lebst du alleine? Ich habe selber auch eine Familie. Ich habe einen kleinen Sohn. Ach so, das heißt, so ganz flexibel bist du auch nicht? Nee, nicht wirklich. Aber gut, aber morgen ist Feiertag. Das heißt, da kann dein Freund, dein Mann auf den Kleinen aufpassen. Ja klar, wir wollen ja morgen sowieso, ich habe das schon mit dir abgesprochen, dass wir morgen hinfahren. Ja. Und dann bleiben meine Brüder halt bei meinem Mann. Ja, jetzt finde ich wichtig, dass du zu deiner Mama hältst, dass du nah an ihr dran bist. Jetzt musst du die Starke spielen, wenn es dir innerlich auch ein bisschen schwerfällt, dass sie jemanden hat, wo sie sich dran halten kann. Und jetzt lassen wir einfach mal hoffen, dass und nicht an das Schlimmste denken. Lassen wir hoffen, dass die Nacht gut über die Bühne geht und wenn er operiert, wird das die Operation, dass er die gut verkraftet. Ja. Ich glaube, so muss man so Schrittchen für Schrittchen vorgehen. Wenn man jetzt sich das Allerschlimmste ausmalt, dann bricht alles zusammen. Und ja, ich habe halt Angst davor, weil, wie gesagt... Normal, hat jeder, ja. Klar, das ist ja normal. Wenn sowas passiert, hat jeder Angst vor dem schlimmsten Fall. Aber da muss man dann ein bisschen versuchen, die Angst runterzufahren. Ich drücke die Daumen, dass der Papa wieder auf die Beine kommt und dass er die Nacht gut übersteht. Alles Liebe. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Mike, 26 Jahre alt. Hallöchen. Ja, hallo Mike. Guten Morgen. Ist vielleicht das Thema, was ich jetzt habe, passt nicht ganz so zum Anschluss vielleicht dran. Ich habe auch ein Problem. Ja. Ich habe eine Freundin kennengelernt. Das ist jetzt 10 Wochen her. Ja. Ein Mädel kennengelernt? Ein Mädchen, Und ich komme ja aus so einer Dorfgemeinschaft. Ja. es ist halt, auf uns auf den Dörfer ist es eine Dorfgemeinschaft halt. Ja. Und ich habe mit der auch Sex gehabt. Das war. Aber das Mädel ist nicht aus der Dorfgemeinschaft? Nee, das ist nicht aus der Dorfgemeinschaft. Die ist aus dem Nebendorf. Abgedrehter, sag ich mal. Ja. Wie abgedrehter? Also mein Thema ist, ich habe was gegen Intimschmuck. Also ich bin da nicht für. Und wir reden über Dorfgemeinschaften. Dabei willst du über Intimschmuck reden. Ja. Also du hast vor 10 Wochen ein Mädel kennengelernt aus einem anderen Dorf, in irgendwo. Nee, also aus der Großstadt. Aus der Großstadt sogar. Siehst du, und die Frauen in der Großstadt, die tragen Intimschmuck. So ist es. Weiß ich nicht. Könnt ihr euch auf dem Dorf gar nicht? Weiß ich nicht. Also ich hab also festgestellt, dass das problematisch ist für mich. Ja. Weil, Also ihr hattet dann euren ersten Sex? Also ich nicht, also vielleicht mit ihr den Sex, sag ich mal, so intimer, dass ich weiß nicht, wie weit man jetzt hier gehen kann, mittwochs hatten wir uns getroffen. Ja. Und wir kamen uns auch näher. Ja. Und wir sind uns also super näher gekommen, also nicht nur Petting, sag ich mal. Ja. Sondern dass wir uns auch so ein bisschen geleckt haben. Ja. Sag ich mal. Sagen wir oral. Oral. Oral, wusste jetzt nicht, wie das heißt. Genau. Oral. Ja, und dann hat die so, Kollege sagte, das wäre Piercing-Ringer, ist das? Ja, was hat der Kollege, hat das gesagt? Von deinem Team da, ich wusste nicht, wie das Ding heißt. Ach so, ja. Und das war so, die hat Intimschmuck gehabt. Die Intime. Beschreib mal den Intimschmuck, wie viel Piercings? Zwei Ringe, Kreolen. Ja. Das? Kreolen? Ja, ich glaube ja, das weiß ich auch nicht. Durch die Schamlippen? Durch die Schamlippen, ja. Ah ja. Und Ich fand das ganz gut am Anfang, also ich habe da auch Spaß dran gehabt, also sie da mit ein bisschen... Hattest du aber noch nie gesehen sowas vorher? Nee, gar nicht. Woher? Nee, und in der Dorfgemeinschaft. Auf jeden Fall hatten wir auch, also ich habe meinen Spaß dabei gehabt, war ungewöhnlich für mich gewesen, sag ich dir, so was ist. Ja. Und auf jeden Fall hatten wir auch Sex miteinander gehabt. Ja. Mit Vorspiel, also... Ja, also ihr habt richtig miteinander geschlafen. Geschlafen auch, ja. Bloß das Problem, was ich eigentlich, warum ich gegen... Ich meine, das hat mich nicht gestört, dass da ein bisschen Eisen rumhängt. Wie fühlt sich das denn an, wenn man mit einer Frau schläft, die so gepierst ist? Ist das nicht irgendwie unangenehm, auch an deinem Geschlechtsteil? Es war ziemlich unangenehm, weil es kalt war am Anfang. Ach so.
Aber nicht, weil es gedrückt oder weil es gerieben hat oder irgendwie? Nee, das nicht. Ja. Ich habe nur ein Problem gehabt, den Donnerstagmorgen dann habe ich Ausschlag bekommen. Also nicht jetzt Ausschlag auf Hände oder an der Arme, sondern Allergie. Als hätte ich mich rasiert mit einer stumpfen Klinge, sag ich mal. Also ich habe Pocken im Gesicht bekommen, um den Mund rum. Ja. So, und ja gut, ich dachte, vielleicht liegt es wirklich irgendwie, was weiß ich, an der Rasierklinge oder was, ne? Ja. Und, also du hast die Pocken ums Gesicht herum bekommen? Ums Gesicht, ganz genau. Nun haben wir vorhin über Oralsex gesprochen. Ja. Da können wir ja viele sagen. Also ich bin ja, pass auf, das war ja so gewesen, Mittwochs war das gewesen, ja. Wir hatten uns dann samstags, also da war dann der Donnerstag gewesen, dann hatte ich den Ausschlag gehabt, das ging den Freitag, ich habe Nivea-Creme hier im Schrank. So, und immer gut, die Dame. Ja, die ist gut. Ja. Und ich habe dann versucht, damit irgendwie ein bisschen auszukommen, dass das vielleicht ein bisschen weggeht, dass irgendwie, was weiß ich, Wasser fehlt oder irgendwas. Ja. Und auf jeden Fall ist es so gewesen, wir hatten uns samstags hatte ich mich wieder getroffen mit ihr. Und wieder Sex? Wir hatten auch wieder Sex gehabt. Und wieder Ausschlag. Und sonntags morgens war genau das Gleiche. Und ja. Ich habe hier einen Dorfarzt, weißt du? Ja. Zu dem bin ich montags morgens hingegangen. Ja. Hast du ihm offen alles erzählt? Pass auf, ja, ich habe ihm das erzählt, dass ich da Ausschlag kriege und ich nicht erkältet bin oder sowas. Ja. Sondern ich habe halt, ich war halt so Pocken am Mund rum. Ja, hast du dem Arzt deine Vermutung gesagt? Ich habe da Angst gehabt, irgendwas, weil in so einer Dorfgemeinschaft bei uns hier, dann spricht man drüber und die Leute, die kennen mich nur. Also im Klartext, du hast dem Arzt nicht die nicht ganz rein Wein eingeschaut. Nein, ich habe gesagt, was ich gemacht habe. Er hat zu mir gesagt, ich hätte eine Nickelallergie. Ach, so. Da haben wir es. Bitte? Da haben wir es ja schon. Ja, ganz genau. Ist das Piercing aus Nickel? Keine Ahnung, ob das Nickel ist, ich habe da keine Ahnung. Habe ich auch keine Ahnung von. Und ich auf jeden Fall bin ich dann dienstags, also das war montags, war ich beim Arzt gewesen, dienstags habe ich nochmal mit meiner Freundin gesprochen, ob man nicht irgendwie, also für mich hat es daran gelegen, weil ich habe sonst nie Probleme beim Abwaschen, wenn ich meine Messer spüle oder was, ist da keine Probleme. Sag mal, ist denn diese Frau mittlerweile deine Freundin? Du sagst meine Freundin? Also meine Frau, ich sag meine Frau, bei uns auf dem Dorf heißt meine Frau oder mein Weib, je nachdem. Ja. Das ist halt meine Frau und ich bin nicht verheiratet, das ist halt meine Lebensgefährtin oder meine Freundin, je nachdem. So weit bin ich auch schon vertraut mit den Begrifflichkeiten des Dorfes. Nein, bist du mit dem Mädel zusammen jetzt? Mit dem Mädel bin ich zusammen. Ach so, hat sie denn diesen Intimspruch, trägt sie denn immer noch? Das Problem, den Intimschmuck trägt sie noch. Mhm. Bloß, wir hatten auch drüber gesprochen, ob wir nicht neuen Intimschmuck holen können oder irgendwas Neues machen. Ja. Jetzt ist das nächste Problem. Ich habe keinen Führerschein. Ja. Und bei uns gibt's halt nur Busse. Ja. Und ja, verdammt, ja gut, Taxi auch noch. Aber wir haben hier einen Juwelierladen und bloß, jetzt versetze ich mal in meine Situation rein. Ich fahre dahin und will einen Ring haben. Das verkaufen die mir auch. Aber ich muss, wie mir das jetzt die Redaktion sagte, direkt Piercing, in den Piercing-Laden gehen. Ja, ja, ist klar. Ja, weil, weißt du, diese Sache. Aber ich verstehe nicht, warum du das meinst. Wieso macht denn das deine Freundin nicht? Ja, die kommt ja auch. Die kommt aus der Großstadt. Ich will nicht sagen, woher. Ich sag nur Sauerland. Ja, nein. Wieso musst du das denn kaufen? Das kann sie sich doch selbst kaufen. Nein, sie ist ja der Überzeugung, dass das sie ihr gefällt. Und ich muss damit klarkommen. Und das ist ja mein Problem damit. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber sie kann das doch sich selbst kaufen gehen. Das musst du doch nicht kaufen gehen im Laden. Ja, aber sie sagt, das bringt nichts. Wie, es bringt nichts? Nickelallergie ist Nickel. So. Ja, und gut, aber ich sag's zum dritten Mal, du musst es doch nicht kaufen, wenn dir das peinlich ist. Sie kann es doch kaufen gehen. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, sie macht's nicht. Sie kommt damit nicht klar. Und das nächste ist ja auch noch dieses. Wie, sie kommt damit nicht klar? Sie kommt damit nicht klar, sich selbst das Zeug zu kaufen? Ja, es ist ja Intimschmuck, was sie hat, sagt mir immer. Ja, natürlich. Und das Problem ist ja einfach dieses, dass wenn sie sich anderen Intimschmuck kauft, genau das gleiche Bestandteil ja irgendwo hängt. Also wir haben jetzt zwei Probleme. Wir haben deine Allergie. Wir vermuten mal ganz laienhaft, dass es von dem Intimschmuck kommt. Wir wissen es aber nicht genau. Weiß ich ja. Ne, wir wissen es nicht genau, weil wir nicht wissen, ob das aus Nickel hergestellt wird. Weil ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, das müsste man erstmal rauskriegen. Ob das damit zusammenhängt. So, das ist die eine Geschichte. Andere Geschichte ist, sie will neuen Intimschmuck haben. Ja, aber dann, lass mich ausreden, dann soll sie sich den auch selbst kaufen gehen. Richtig. Bloß, es ist ja das Nächste. Sie möchte ja auch gerne, dass ich auch mal irgendwann mit dieser Geschichte mal anfange, dass ich mir auch mal einen Intimschmuck hole. Du hast das Problem. Und ich bin total erzkatholisch hier bei uns. Du musst es ja nicht in der Kirche gleich auspacken. Ja, das nicht, aber weißt du, was das Problem ist? Nee. Jedes Mal, wenn ich über die Straße gehe und mit ihr Sex habe, dann wissen die Leute genau Bescheid, wenn ich mit meiner knallroten Fresse durch die Dorfstraße laufe, dass jeder, also weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde es ein bisschen überschrieben jetzt. Ja, aber ich sag mal, ich muss ja übertreiben, dass du das verstehst. Nee, ich habe es alles schon sehr gut verstanden. Ja. Nein, ich meine, die meisten verstehen mich nicht. Nein. Jeden, dem ich das sag, weißt du, meine letzte Anlaufstation bist du, seid ihr ganz ehrlich. Also, so, ganz auch bei mir machen. Ganz, ja, gut, wenn du das nicht willst, wenn du nicht drauf stehst. Nein, aber das nicht, aber ich habe Angst, dass ich nachher rumlaufe, als hätte ich ein Bimmel wie so ein Pferd, sag ich mal. Ja, du musst es doch nicht machen. Ja, du musst es doch nicht machen. Was reden wir darüber? Wenn du es nicht möchtest, machst du es nicht. Ja, so. Bloß weißt du, wie Nein. So, Schluss. Und das zweite ist, lass es testen, ob die Allergie wirklich damit zusammenhängt und verhaltet euch dann entsprechend hinterher. So ist das Problem gelöst. Nee, jetzt nicht. Ich habe ein Problem damit, weil wenn du auf dem Dorf wohnst, ne? Ja, okay. Einmal im Jahr eine Frau kennen. Okay. Ich glaube, es ist alles besprochen, Mike. Okay? Mhm. Wir machen Schluss. Tschüss. Matthias, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Matthias. Und was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist Deutschland, ein Jammerland. So. Ja. Ja, du findest, dass die Leute zu viel jammern? Ja, ich finde das nicht nur, es ist wirklich an dem. Ja, wir jammern auf hohem Niveau, sagen viele Leute. Ja. Weil es uns eigentlich doch noch ganz gut geht. Ja, genau, uns geht's viel zu gut. Sag mal, warum du das denkst. Ja, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar bin ich groß geworden in einer Großfamilie. Wir waren 6 Geschwister. Meine Mutter war alleinerziehend und wir waren Sozialhilfeempfänger. Ja. Sind alle anständige Leute geworden, gehen heute unseren Berufen nach. Mhm, was machst du? Ich bin jetzt Unternehmer. Oh. Ja, also. muss dazu sagen, also ich habe meine Kindheit in Armut, aber in glücklicher Armut verbracht. Ja. Das hat sich durch die Schule gezogen, dass man die Sachen von den Brüdern aufbrauchen musste. Ja. Und das hat sich natürlich im Zeugnis irgendwo niedergeschlagen. Ja. Was für einen Schulabschluss hast du gemacht? Ich habe damals wurde ja eingeführt die Orientierungsstufe. Da hatte ich eigentlich Realschulempfehlung, bin aber, weil die Finanzen nicht da waren, auf der Hauptschule geblieben. Mhm. So, und dann von der Hauptschule jetzt zum Unternehmer. Das ist ja schon eine tolle Karriere. Ja. Hast du noch irgendwie einen Schulabschluss nachgemacht irgendwann? Ja, ne, ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht, habe dann eine Lehre angefangen, bin aber finanziell nicht klargekommen. Also ich bin mit 16 auf den Bau gegangen, bin seit meinem 16. Lebensjahr halt schwer am Arbeiten. Mhm. Habe dann vor 2 Jahren, bin ich arbeitslos geworden. Ja. Habe vorher 12 Jahre LKW gefahren. Ja. Also keinen Schulabschluss nachgeholt? Nein. Nee. Und jetzt bist du Unternehmer, was machst du? Ja, und zwar muss ich auch nochmal in die Arbeitslosigkeit gehen. Ich bin anderthalb Jahre arbeitslos gewesen. Ja. Hat mir, muss ich dazu sagen, sehr gut gefallen. Mhm. Also ich hätte... Warum? Weil man Geld kriegt und nicht zu muss. Genau, genau. Und deswegen verstehe ich auch viele Leute, die zu Hause sitzen, nichts tun und sich vom Arbeitsamt oder vom Sozialamt das Geld kommen lassen. Ja, du bist also der Auffassung, dass die Arbeitslosenunterstützung zu hoch ist letztendlich. Ja, es kommt. Aber da wird ja nur einiges unternommen jetzt demnächst. Ja, ist richtig, genau. Mhm. Und zwar ist das der Fall, dass ich dann in dem Jahr gesagt habe, hör mal zu, du bist jetzt, da war ich glaube so 29, das kann nicht alles gewesen sein im Leben. Mhm. Dazu kam, dass ich Vater wurde. Mhm. Und hab dann gesagt, so, du hast jetzt paar Jahre lang mit deiner Familie vom Staat gelebt. Ja. Bis jetzt in der Arbeitslosigkeit lebst du ja wieder vom Staat, obwohl man sagt, man hat ja dafür eingezahlt. Ja. Und hab gesagt, okay, jetzt ist es mal an dem, mal wieder ein bisschen... Initiative zu zeigen. Ja, weil ich sag so, mir... So, was hast du, ich will's jetzt wissen, was hast du gemacht? Was für ein Unternehmen hast du aufgebaut? Ja, ich habe dem Arbeitsamt angeboten, mir eine Schulung zu bezahlen, die recht günstig war, dass ich eine Sach- und Fachkundeprüfung mache. Mhm. Das ist dann ein Abschluss vor der IHK. Sag mir mal, was du jetzt machst. Das habe ich schon viermal gefragt. Ich will jetzt wissen. Ich lasse dich zappeln. Nein, ich bin selbstständiger Fuhrunternehmer mit 2 Angestellten. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Und der Laden läuft. Er läuft sehr gut, wobei ich dazu sagen muss, er läuft nur sehr gut, weil alle wirklich voll mit anpacken. Ja, und du auch wirklich Initiative gezeigt hast. Du dich nicht weiter hängen hast lassen, wie sagt man? Nein. Naja, also so. Und hast dann dir wirklich auch was aufgebaut und dich wahrscheinlich auch verschuldet erstmal, ne, oder? Ja, da muss ich allerdings dazu sagen, ich habe mich dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und dachte, jo, Mensch, prima, der Staat bietet ja hier Ich AG und was es da nicht alles gab. Ja. Und ich habe vom Staat nicht einen Cent gekriegt. Ja.
Das heißt, mein Betrieb ist mit Eigenmitteln aus privater ja, Natur irgendwo entstanden, außer Familie auch raus. Ja. Und wir sind jetzt drei Brüder, die den Laden oben halten. Ja. Und einer ist für den anderen da. Und ich kann dir sagen, also ich bin unterwegs und komme erst heute Abend um 23 Uhr nach Hause. Ja. Ach, du bist jetzt im Moment auch unterwegs? Ja, natürlich. Du rufst aus dem Auto aus an quasi? Richtig, ja. Genau. Mhm. Nun war die Eingangsaussage von dir vorhin, Deutschland ist das Jammerland, eigentlich richtig. Jammerland. Ja. Genau. Was findest du denn, wo am meisten gejammert wird, wo zu viel gejammert wird, in welchen Bereichen? Das ist in allen Bereichen. Also das fängt, sage ich mal an, ja, dass alles teurer geworden ist oder ja, dass es halt zu wenig Geld gibt, dass die Löhne nicht steigen und, und. Weißt du, was ich finde, wer ein Recht hat zu jammern, nein, nicht jammern, das ist so negativ ausgedrückt, wer ein Recht hat, richtig wütend zu sein, das sind die Rentner. Ich finde das unglaublich, dass diese Regierung, die eine sozialdemokratische Regierung ist, meine Parteifreunde, dass die an die Portemonnaies der kleinen Rentner gehen, der kleinen Leute gehen. Ja. Ich finde, es gibt ja auch reiche Rentner, das ist ja alles in Ordnung, aber man hätte eine Grenze ziehen müssen. Man hätte sagen sollen, die wirklich nur wenig Rente bekommen, die sind von diesen ganzen Maßnahmen ausgeschlossen. Dass nicht die Frau, die vielleicht nur 150 Euro Rente bekommt, dass die auch noch die Pflegeversicherung zahlen muss und auch noch den Arztbesuch zusätzlich und so weiter, wo 10 Euro mehr oder weniger im Monat verdammt viel Geld sind. Richtig. Das empört mich wirklich aus tiefstem Herzen. Ich verstehe nicht, dass man da keine andere Lösung finden kann. Jürgen, der Fall ist bei uns in der Familie auch, und zwar ist meine Mutter. Ja, du wirst es kennen, ja. Ja, meine Mutter ist frühe Rentnerin, die hat 6 Kinder großgezogen, alleinerziehend, hat sich, sag ich mal, gesundheitsmäßig auch ein bisschen kaputt gemacht, lebt heute von einer mickrigen Rente, wobei ich dazu sagen muss, dass wir Geschwister gesagt haben, so, unsere Mutter hat uns jahrelang großgezogen, jetzt ist es auch mal Zeit, sie ein bisschen zu unterstützen. Das ist ein Glück für eure Mutter. Aber wie viele alte Menschen gibt es, die ganz alleine dastehen? Ja, wo keine Angehörigen ein bisschen helfen können. Genau, richtig. Und die wirklich den Euro zehnmal rumdrehen müssen und vielleicht dann auf noch eine Fleischmahlzeit mehr in der Woche verzichten müssen. Oder was weiß ich, jedenfalls wo 10 Euro viel Geld ist. Richtig, genau. Und da bin ich auch deiner Meinung, dass man da, es gibt so viele, sag ich mal, Finanzgrenzen irgendwo, ja, ich weiß jetzt nicht, also zum Beispiel für eine Person lag die Grenze mal bei 1200 Mark, waren das damals. Ja. Wo man dann, der Rest ist nicht fändbar oder so, hieß es damals immer. Und genauso müsste es bei den Rentnern auch gehen, dass man sagt, okay, also für einen Rentner muss das Mindestmaß drin sein. So, da sind wir uns einig, dass man die ärmeren Leute, gerade die ärmeren Rentner, wirklich schützen müsste, dass der Staat sie schützen müsste und dass diese Leute verdammt nochmal auch ein Recht haben. Die haben so viel gearbeitet. Die haben, das ist die Generation auch noch, die unser Land aufgebaut haben. Genau. Das weiß ich aus meiner Familie auch, die so viel gearbeitet und gerackert haben. Und die sollen verdammt nochmal auch ihren Lebensabend gut leben können und auch ihr Geld kriegen, was ihnen zusteht. Sie haben das all die Jahrzehnte auch eingegangen. So, da sind wir einer Meinung. Aber es gibt ganz viele andere, wo du sagst, die sitzen da fett und bräsig in ihrem Luxus und die könnten eigentlich auch mal ein bisschen mehr aktiver sein, die könnten ein bisschen mehr auch bereit sein abzugeben. Richtig, genau. Sehe ich auch so. Und zwar ist es bei mir, also du hast ja eingangs mein Alter genannt, ich bin 31. Ja. Und ich sag mal, um die Renten, also sagen wir mal, die Finanzen müssen ja irgendwo herkommen. Ja. Das muss ja auch alles irgendwo finanzierbar sein, auch jetzt vom Staat die Sachen. So, dass die Leute, die jetzt so meine Generation sind, die letzten zwei Jahrzehnte auch auf der Überholspur gelebt haben, weil das haben wir. Wir haben also die goldenen Zeiten haben wir wirklich alle miterlebt. Mhm. Ja, und dass die Leute endlich mal sagen, oh Mensch, okay, pass auf, ich setze mich auf den Arsch und ich stehe samstags morgens um 5 auf und gehe zur Arbeit. Oder und wenn es Sonntag ist, ist mir völlig egal, aber die Leute sollen sich endlich mal die Hose anziehen und sollen sagen, okay, dann gehe ich halt morgens so eine Zeitung austragen oder sonst irgendwas. Da sind sich viele viel zu bequem zu. Nun,
ist es ja interessant von dir zu hören, der du selbst arbeitslos warst und der wiederum auch Eigeninitiative was aufgebaut hat, wie du die strengeren Gesetze, die die Regierung, die ich gut finde, jetzt erlassen hat in Sachen Arbeitslosigkeit und Zumutbarkeit. Was hältst du davon? Ja, da muss es auch irgendwo, sag ich mal, Grenzen geben, weil man kann nicht alle über einen Kamm scheren, das geht gar nicht. Bloß, ich sag mal, zum Beispiel ein 20-Jähriger, der arbeitslos ist, der kann morgens Zeitung austragen gehen der kann nachts um drei irgendwo hingehen, solange der noch keine Familie oder sonst irgendwas hat. Weißt du, wie es mir immer geht, wenn ich auf der Straße, hier in Köln passiert das auch oft, wenn mich Leute anbetteln, ne? Ja. Ich gebe immer alten Leuten was. Mhm. Ich gebe nie jungen Leuten was. Nee, ich sag den Jungen immer, Mensch, geh arbeiten. Ja, richtig. Und dann sagen die mir immer, oder immer nicht, aber ab und zu, kriege ich dann patzig zurück, gib mir Arbeit. Mhm. Und dann sage ich denen, nee, genau nicht. Die musst du dir selbst suchen. Richtig. Die habe ich mir auch gesucht. Und du hast gerade Beispiele genannt, wie man das macht. Mit Zeitung austragen, mit was. Es gibt tausend Jobs, die nicht schön sind, aber wo man ein bisschen was verdienen kann. Richtig. Nee, ich bin mit 15 Jahren bin ich Zeitung austragen gewesen, zwei Touren vor der Schule. Ich bin um 8 Uhr dann zur Schule und habe schon gearbeitet. Genauso habe ich es auch gemacht, ja. Ne? Ja. Genauso habe ich es auch gemacht, jahrelang. Mhm. Ja. Matthias, die Sendung ist vorbei. Ich wünsche für dein Unternehmen alles Gute. Ja, danke. Dass ihr gut weiter aus den Pötten kommt. Na, hoffe ich doch. Du grüßt die Mama herzlich von mir. Mache ich. Und alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. So, Freunde. Das war's denn für diese Woche von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich bedanke mich auch bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Uli Krapp, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Gunnel Blendin, Heinrich Stanzig, Florian Jocham, Pamela Koppay, Katrin Bayer und Heide Schweizer. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, in alter Frische hoffentlich, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende und sage einfach Tschüss und Bye-bye. Bis nächste Woche.